Yo, hallo liebe Freunde, hier bei Let's Play Formel 1 2014 mit mir, dem Partian LP und den überschnellen Zotos. Redest du mit jemand anderen? Ich bin langsam. So, gleich mal raus auf die Strecke. Habe ich auch ausgewählt. Was ist denn Setup? Ich habe sehr schnell genommen. Ich habe das ganz schnelle genommen. Uha. Na, dafür sind mir die Kurven hier zu spitz. Mal sehen, wer da richtig liegt mit seiner Setup-Wahl. Also mittlerweile möchte ich sagen, du bist Rang 5. Kann sich das Team doch eigentlich nicht beschweren. Ich weiß gar nicht in der aktuellen Formel 1-Saison, wo die Fahrer liegen. Ist McLaren eher schlechter. Oh ja, ich wollte dir nachfahren. Schon mal gleich eine Verwarnung kassiert. Ja, ich auch. Und jetzt würde ich ja Alonso hier rausschmeißen, ne? Warum denn? Als Revanche. Vendetta. Hätte auf jeden Fall verdient. Ich habe mir die Bilder noch 3-4 Mal angeschaut. Ich kann es für mich nicht entscheiden. Aber er kommt halt mit sehr viel Speed an. Ich fahre wieder auf die Strecke vor ihn rauf. Ich sage, er hat schon lange gesehen, dass da jemand abseits von der Strecke ist. Und du willst ja auch nicht übers Gras wieder reinkommen, ist ja klar. Hm. Ist meine Meinung. Die letzte Kurve hasse ich auch übrigens. Obwohl, die habe ich jetzt war ganz in Ordnung. Ich habe jetzt Perez direkt vor mir. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich habe auch mehrere vor mir. Boah, die erste S-Kurve richtig schnell schlecht genommen. Ich auch. Ich habe die gerade noch so bekommen, dass ich nicht abgekürzt habe. Ich habe das Gefühl, wir werden tatsächlich besser. Ich hätte ja gedacht, eigentlich können wir hier nicht viel besser werden. Nee, wir machen unseren Job immer besser. Ja, vor allem du, letztes Rennen Dritter? Nee, vorletztes Rennen Dritter oder Zweiter? Nee, ich weiß nicht. Ach nee, ja, aber fahrerisch bist du Zweiter geworden. Der Rest hat die wurde am grünen Tisch erledigt. Oh, jetzt ruckelt's hier. Und letztes Rennen einfach mal gewonnen. Aber wer weiß, wie es ausgegangen wäre, ne? Ich glaube, ich habe schon ein ganz gutes Team für uns. Nächste Saison. Bin ich gespannt. Das war langsam. Ich konnte ja keine Runde fahren, dank Perez. Oh, die erste Haarnadel ist auch richtig böse. Ekelhaft ist die, ekelhaft. An die Rundenrekorde, die hier aufgestellt wurden, wird wohl nie wieder ein Formel 1 Auto rankommen, ne? Nee. Lang nicht mehr. Bin gerade auf Polzeit unterwegs. Ich auch. Habe ich aber dann, glaube ich, nach der ersten Kurve ein bisschen verschissen. Ja, ich muss noch mit dem Gas geben hier ein bisschen arbeiten. Ich habe ja nichts anderes zu tun, als meine Hinterreifen aufzuwärmen. Ist zu mir auch gesagt worden. Der Kurve habe ich. Ja,
eindeutig zu doll abgebremst. Ich würde mal sagen, ich stalte mir auf den Mager. Ja, ich auch wieder. Oh, ich fahre mal geradeaus durch. Ja, dritter, vierter aktuell. Und schon bin ich fünfter. Bottas hat sich zwischen uns gequetscht. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Ich habe Poolzeit. Was geht denn da? Achso, mit der Abkürzung wahrscheinlich. Das ist ja eh ungültig. Patrick, er nimmt hier alles mit, nur durch die Straße. Biss meinen Stau. Ich fahre dir gleich sowas vor den Zeck. Ich will lieber keinen Scheiß machen, er kriegt noch eine Strafe. Ja. Oh nein, ich kriege Strafe! Du bist so ein Genie, du bist so ein Genie. Scheiße. Gibt's doch nicht, Alter. Was für eine Strafe bekommst du? Ja, 10 Plätze, ne? Na, oh Gott. Ich will gar nicht die Facepalms aller McLaren Mitarbeiter sehen. Kann es sein, dass sie im letzten Rennen disqualifiziert? Die weißen sind doch die weichen Reifen. Das ist immer unterschiedlich. Ach so, okay. Du. Wow! Alter! Das ist Mobbing. Patrick fährt mal wieder eine ganz andere Strecke. Ja, dieser Teil des Asphalts will ja auch mal benutzt werden. Vielleicht verlängern wir auch bei den Silberpfeilen. Vielleicht. Mir gefällt aber die Lackierung ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, es sieht realistisch aus vom Chrom her. Aber das sieht nicht wirklich chrommäßig aus, meiner Meinung nach. Alter, die 10 Plätze tun natürlich richtig weh. Obwohl eigentlich nichts passiert ist. Ich nur ein bisschen genervt. Ich hab da auch nicht dran gedacht, ey. Ich weiß auch nicht, was da nicht gefahren ist. Stell dir vor, es würde in echt passieren, so. Oh, 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 oh. Die Toro Rosso fahren mit 10 km/h auf der Strecke rum. Ich habe auch einen direkt vor mir. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht von der Speed her. Ich glaube, ich bin schneller. Dann noch, wie du schon sagst, die Toro Rosso. What? Ne. Strafe 2. Nee. Genau, weil ich auch was dafür kann, wenn der da vor mir 10 km/h fährt. Die waren richtig langsam unterwegs, ne? Ach komm, hör doch auf, ey.
Ach ja, haben wir 20 Plätze nach hinten. Ja, vor allen Dingen kam der in der Kurve und ich hatte so viel Speed drauf. Wo soll ich denn hin? Du kannst den nirgends hin. Das ist ja. Und ich hab ihn sogar noch kaum berührt. Und dann sind sie zu zweit da. Zu dritt waren wir. Da war ja noch einer vor mir. Der hat abgebremst. Der hat aber keine Lust, meine Runde abzubremsen. Alter Patrick, Junge. Ja, ich geb's mir weiter. Ja, der eine startet von 1, der andere von 2,20. Frontflügel weg. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Ja, von mir aus können wir das Qualify noch abbrechen danach. Ja, ich fahr noch an die Box. Ich fahr hier eh nur für die Galerie. Ich fahr glaube ich auch nur mit schwach, ne? Benzin. Ich glaube, Rosberg wird auch noch mal pushen. Da lässt sich das von McLaren nicht gefallen. Noch 3 Minuten. Ja, von mir aus können wir beenden, wie du willst. Das dauert ja noch 2 Minuten. Ich fahre jetzt noch eine Runde, versuche ich noch mal hinzulegen jetzt, aber. So, meine Zuseher werden erst im Rennen sehen, von welcher Startposition ich fahren werde. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.